Hi Leute, wir sind hier in unserem Auto und wir fahren jetzt los. Ja, alle fahren auf die IFA. Wir fahren in die entgegengesetzte Richtung. Wir fahren auf den Pannonia-Ring und schauen uns das Expo bzw. KTM Expo Rennen bzw. das freie Training der KTM Expo an. Und ja, es wird einige Eindrücke von der Fahrt geben. Und ja, einige Eindrücke dort vom freien Rennen und mal sehen, wie die ganze Veranstaltung verläuft, beziehungsweise das freie Training verläuft. Und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Und ja, jetzt geht's los. So Leute, wir sind heute am Pannonia-Ring und wir sind schon angekommen. Einige fahren schon wieder raus und das werden wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Und wir gehen jetzt auf die Zuschauertribüne und schauen dort einmal, ja, das freie Training an. Rennwagen von der KTM Expo noch herein und ja, schaut toll aus. Hier gibt es einige Verbremser in dieser Kurve, also das ist eine recht schwierige Kurve, die zu meistern gilt. Und da gab es schon einige Verbremser mit Rauchbildung, schaut ziemlich spektakulär aus. Also sind wirklich sehr gute Aufnahmen, die es hier zu sehen gibt, beziehungsweise sehr gutes freies Rennen, beziehungsweise freies Training, das hier zu sehen ist. Und ja, ich hoffe, es sind einige gute Aufnahmen dabei, die ich hier machen werde heute noch, beziehungsweise schon gemacht habe. Und das werde ich dann toll zusammenschneiden und da gibt es für euch die Zusammenfassung vom freien Training hier am Pannonia-Ring. So Leute, hier ein paar kleine Eindrücke vom Pannonia-Ring, von der KTM Expo, vom freien Rennen. Heute ist Donnerstag und ja, sind einige schon auf der Strecke und das schauen wir uns jetzt an. Es kommen aber noch immer welche, die gerade rausfahren und ja. Ich glaube, da vorne ist sogar der Philipp von Felix, der Kameramann. Und ja,
Er wird wahrscheinlich in Dena filmen. Da war ein Verbremser gerade mit einigen Rauchbildung. Also eine tolle Show, was sich die hier jetzt schon beim freien Rennen liefern, und schaut wirklich toll aus. Und jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke hier vom freien Rennen, vom Pannonia-Ring. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und habt Spaß daran. So Leute, ich möchte euch jetzt ein paar Eindrücke vom Fahrerlager geben. Also hier hinter mir sieht man das Fahrerlager. Das erstreckt sich von da vom großen KTM-Zelt. Also hier, das Ganze ist das Fahrerlager. Und da sind die ganzen Fahrer der KTM Expo dabei. Und ja, ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht immer in die Kamera schaue, sondern daneben auf dem Monitor, denn so sehe ich auch, was ich genau im Hintergrund aufnehme, und deshalb schiele ich immer da ein wenig auf die Seite. Aber einiges los, heute schon beim freien Training hier zur KTM Expo, und es ist auch ein tolles Wetter, muss ich sagen. Hier am Pannonia-Ring ist es immer windig. Also wir sind nicht das erste Mal hier, sondern waren schon einige Male hier. Aber das erste Mal bei der KTM Expo, beziehungsweise hier beim freien Training der KTM Expo. Sonst waren wir immer bei Motorradrennen und so weiter. Oder da hinten gibt es dann auch noch Supermoto Rennstrecke, dort habe ich schon einige Videos früher mal aufgenommen, aber jedes Mal, wenn wir hier waren, war es windig. Also ich habe noch keinen Tag hier erlebt, wo es windstill gewesen ist, aber dafür heute 31,5 Grad hier am Pannonia-Ring in Ungarn. Also das ist zum Fahren sicher sehr gut und interessant. Hier schauen wir mal im Hintergrund, kommen wieder ein paar Autos rein. Also zum Fahren für die Leute ist es sicher sehr gut. Im Fahrzeug wird es einem, ich denke mal, ziemlich heiß werden. Aber ja, die Reifen werden auch ziemlich stark beansprucht. Auch gerade hier in dieser Kurve, wo eben einige Verbremser passieren. Und ja, aber sonst ein schönes Wetter.
für das freie Training. Am Wochenende zum Rennen hin soll es ja sowieso schon wieder kühler werden hier. Da kommt eine Schlechtwetterfront. Und ja, so viel jetzt einmal dazu. Und jetzt geht's weiter mit ein paar Eindrücken hier vom freien Training am Pannoniaring von der KTM Expo. Heute vom Pannoniaring in Ungarn, hier auf der KTM Expo beim freien Training. Und für heute ist es beendet, es ist 17.30 Uhr und ja, die Fahrer machen jetzt Pause, ein paar sind noch draußen, aber sonst ist Schluss für heute. Morgen Vormittag ist noch ein weiteres freies Training. Dann ist das erste Rennen in allen drei Kategorien und am Sonntag ebenfalls, da ist dann das zweite Rennen in den drei X-Bo-Kategorien und beziehungsweise Freitag, Samstag und ja, das war's dann für dieses Wochenende. Also hier am Pannoniaring die KTM Expo zu Besuch und ja, wir haben uns heute das freie Training angeschaut, also heute Donnerstag, und es waren ein paar tolle Eindrücke dabei und gelungene Aufnahmen. Ich hoffe, dass man mich im Video auch gut hören kann, denn der Lärm im Hintergrund, was die Fahrzeuge verursachen, ist enorm, aber sonst, ja, es war ein wirklich toller und eindrucksvoller Tag wieder hier am Pannoniaring in Ungarn. Schaut vorbei, ich kann es euch nur empfehlen, es ist wirklich sehr aufregend, da könnt ihr wirklich vorn Fahrerlager durchgehen und hinten auf die Zuschauertribünen, also es ist wirklich eindrucksvoll, was hier bei so einem freien Training, aber auch beim Rennen abgeht. So, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Das war's von diesem Vlog auf Unboxing Planet und ich hoffe, das hat euch gefallen und es wird sicher noch einige solche Vlogs geben vom Pannoniaring. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Video. Daumen hoch, Like könnt ihr hinterlassen und ja, ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal nochmal.